Verarbeitungsanleitung Haderlan FMC57DD. Folgende Werkzeuge werden benötigt: ein leistungsstarkes Rührwerk, eine Bohrmaschine mit Rührquirl, ein Hahne-Metallstachelroller, eine Glättkelle, ein Hahne-Aufstreichrakel, eine Hahne-Zahnleiste, ein fusselfreier Mob, ein Teleskopstiel, eine Hahne-Epoxid-Harzrolle. Folgender Werkstoff wird verarbeitet: Hahne-Epoxid-Harzbindemittel Haderlan MBH12E, Hahne-Füllstoff-Multicolor Haderlan FMC57DD, Hahne-Füllstoff-Gemisch Haderlan FGM00357M, Hahne-Versiegelung Haderlan Topcoat SG10P. Schritt 1. Als persönliche Schutzausrüstung werden Handschuhe und Brille verwendet. Für eine optimale Untergrundvorbereitung wird die Fläche mit einer Verlaufsmasse Grau vorbehandelt. Mit einem leistungsfähigen Rührgerät wird die Masse ca. 2 Minuten lang homogen gemischt. Je nach Saugfähigkeit und Porigkeit des Untergrundes kann eine zusätzliche Grundierung aus Haderlan MBH12E erforderlich sein. Je nach Bedarf werden verschiedene Gebinde angeboten. Seitliche Ablagerungen werden mit einer Kelle wieder zugeführt. Mit dieser Masse erhält man einen porenfreien, glatten und farblich einheitlichen Untergrund. Schritt 2. Der Untergrund gilt als ausreichend vorbereitet, wenn er frei von Verschmutzungen und haftungsmindernden Bestandteilen ist. Die Haftzugfestigkeit sollte 1,5 N pro Quadratmillimeter betragen. Mit dem Hahne-Aufstreichrakel und der Hahne-Zahnleiste Spezial wird die Verlaufsmasse in Schichtstärke von ca. 1,5 mm gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten wird die aufgebrachte Verlaufsmasse mit dem Hahne-Metallstachelroller im Kreuzgang entlüftet. Die Trocknungszeit beträgt ca. 4 Stunden. Schritt 3. Zum Aufbringen der Multicolor-Verlaufsmasse wird Haderlan MBH12E mit dem Spezialfüllstoff Haderlan FMC57DD im Mischungsverhältnis 1 zu 1,7 Gewichtsteilen homogen mit einem leistungsfähigen Rührgerät verrührt. Die Gebindegrößen sind darauf abgestimmt. So ergeben ein 9 kg Gebinde Haderlan MBH12E zusammen mit einem 15 kg Sack Haderlan FMC57DD ein Gemisch von 24 kg Gesamt, das bei einem Verbrauch von 3 kg je Quadratmeter für 8 Quadratmeter ausreichend ist. Schritt 4. Anschließend wird das fertige Gemisch umgehend auf der Fläche verteilt und mit einem Rakel und der Zahnleiste Spezial in einer Schichtstärke von ca. 2 mm verteilt. Nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten wird die frische Verlaufsmasse mit dem Hahne-Metallstachelroller im Kreuzgang entlüftet. Die Trocknungszeit beträgt ca. 4 Stunden. Schritt 5. Nach Aushärtung der Oberfläche wird die Fläche mit der seidenglänzenden Versiegelung Haderlan Topcoat SG10P zweimalig versiegelt. Dazu wird die Versiegelung auf die Fläche gegeben und dünn aufgebracht. Hierzu verwendet man die Hahne-Epoxidharzrolle und einen fusselfreien Mob. Durchgehärtet und belastbar ist der Boden nach 24 Stunden.